Jets Camaro sieht immer noch schlimm aus. Gib also Bescheid, wenn du den Grill hast, ja? Jo, damit machen wir auch gleich weiter. Damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute mal ein bisschen Tag. Wir haben ja die letzten die Nächte gefahren, in den letzten Folgen. Jetzt machen wir heute mal ein bisschen den Tag-Modus. Wir wollen diese Story auch mal endlich fertig schaffen. Mit unserem Evo. So, mal gucken, was heute abgeht. So. Nochmal die Story-Mission. Da unten. Ein Freund in Not. Ja, erstmal nur dahin reisen, damit wir den Strecke ein bisschen kürzer haben. An der Küste gibt es ein paar Schrotthändler, die mit seltenen Teilen handeln. Ich weiß, dass sie einen Grill für einen 67er Camaro vorrätig haben. Allerdings wollen sie ihn mir nicht verkaufen. Kannst du es vielleicht mal versuchen? Ich versuche es. Danke. Oh, eins noch. Die Typen mögen keine Straßen. Ich habe deshalb vorsorglich einen Wagen getunt und ihn da unten abgestellt. Alles klar. Hey, hier ist Dwayne. Falls du interessiert bist, hätte ich jetzt eine echte Herausforderung für dich. Ich glaube, die Strecke wird dir gefallen. Jetzt gerade nicht. Gute Rap. Und gutes Geld. Also, wir holen uns auf jeden Fall erstmal. Machen wir die Mission, und zwar die heißt ein Freund in Not. Und dem helfen wir doch gerne. Erfurt. Hast du dich nach einem Grill für ein Camaro Classic gefragt? Jo, aber ich meinte, er ist zu lange aus dem Business raus. Und ich mache nicht mit jedem Geschäfte. Kann ich dich irgendwie umstimmen? Na sicher. Aber erst musst du gegen mich gewinnen. Versuchen wir es doch mal. Wie lange ist jetzt tatsächlich den Bereich Offroad kennen? Ein Offroad-Rundenkurs rein. Jenny 2 heißt das. Mal gucken. Hier warten wir schon. Also müssen wir für die dürfen einen Offroad-Wagen holen. Ich habe vielleicht mehr zu bieten als dieser abgehalfterte Schrauber. Mal gucken. Die Runde mal 3 Runden. Ich versuche mal ein bisschen wegzuziehen, jetzt gerade vom... Du bleibst nicht lange fahren! Oh, doch! Zweimal habe ich an der Backe kleben. Naja, kriegen wir schon hin. Wir gewinnen das Ding. Ich spiele nur Katz und Maus mit dir. Mach das ruhig. Du hängst zwar auf dem letzten Platz, aber sprichst die große, haust dir gerade große Sprüche raus. Schön noch einen reinzudrücken, runden wir den auch noch. Upsi. Du hast heute offenbar Glück. Ja. Da ist er ja.
Und das haben wir ohne Probleme gewonnen. Und jetzt willst du wohl den Grill, oder? Richtig. Warte! Was zur Hölle? Ist nicht seine Schuld. Ich habe ihn weggeschickt. Was? Warum? Wie er schon sagte, ich bin wählerisch, mit wem ich Geschäfte mache. Und du bist? Die Person, die du wirklich beeindrucken wolltest. Dein Grill ist auf dem Weg zu Riveras Werkstatt. Woher weißt du, dass ich da wohne? Deine Polizeifunk-App hat noch mehr Funktionen. Upsi. Ja, für mich zumindest. Du hast sie gehackt? Programmiert. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Alles klar. Gut. Die Rap und die Kohle sackten wir natürlich ohne Probleme ein. Warte mal, wir nehmen den Flamingo, der hier um die Ecke ist, noch mit. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch direkt nutzen. Was ist der? Da. Oh, die Hütte da wollte ich eigentlich nicht noch mitnehmen. Warte mal, hier muss doch irgendwo eine genau, das Schild da sein. Das ist mir tatsächlich auch während des Fahrens aufgefallen, dass da irgendwas ist. Warte mal, hör mal so. Das muss hier vorne irgendwo sein. So, weg mit dem Schild. Der Flamingo eingesammelt. Passt so. Warte mal, was haben wir denn noch hier irgendwo? Haben wir noch was in der Nähe gerade? Also wir haben einiges noch in der Nähe, fällt mir gerade auf. Dann hole ich mal gerade mal kurz den hier. Ich weiß, ich habe nur 224, 240 soll die empfehlende Stufe sein. Aber selbst die haben wir schon teilweise gemacht. Ja, wir haben noch bei weitem nicht. Oh, da ist noch ein Flamingo in der Nähe. So, hier müsste der irgendwo sein. Ich weiß gar nicht, wie viel wir mittlerweile haben. Ich werde auch nicht mit bewusst jetzt alles alle nach und nach abfahren. Also das, was ich jetzt gerade natürlich sehe, den nehme ich auch mit. So, zack. Das, was ich sehe, nehme ich mit. Ja, bitte. Ey, Scheiße. Gut. Puh. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich jetzt gar keinen Bock drauf gehabt, doch die Cops da an der Backe zu haben. Deswegen werde ich jetzt hier links abfahren. Die habe ich. Warte mal, hier muss auch irgendwo noch ein. Ein Flamingo sein, nehmen wir den mit. Upsi. Vorne muss aber ein Zeitfahren sein. Ist das? Ich glaube, es ist ein Zeitfahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hier. Ja, ist ein Drift Trial. Dann wechseln wir den Wagen. Nehmen wir den 180 SX. Den brauchen wir nämlich dafür.
Und dann fangen wir das mal an. Der gute Springbock. 45.000, das sollte doch durchaus machbar sein. Aber wir gucken uns erstmal die Strecke an. Aber ich denke, das kriegen wir ohne Probleme hin. Funktioniert. Ah, die kriegen wir ohne Probleme hin. So, wir kommen jetzt Runde 2 und haben schon 35.000. So, uns fehlt jetzt ungefähr 3.000 und haben wir das Ding auch gegessen. Mal haben wir uns gesagt, ich soll ein bisschen lauter sprechen. Zwischendurch. Ich kann nicht immer laut sprechen. Weil zwischendurch meine Freundin pennt. Die ist jetzt eigentlich weg. Wir sind jetzt quasi einen Tag vor Weihnachten. Also dieses Weihnachtsfolge. Deswegen wünsche ich euch auf jeden Fall mit dieser Folge hier frohe Weihnachten. Hoffentlich werde ich reich beschenken und. Meine Freundin ist unterwegs. Ich sehe sie erst demnächst. Das hat einfach den Grund, dass ich arbeiten muss über Weihnachten. Deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, ein bisschen lauter zu sprechen. Zwischendurch pennt sie nämlich. Und dann kann ich nicht immer laut sprechen. Also seht ihr mir bitte mal nach, dass zwischendurch mal Folgen kommen, wo auch sehr leise gesprochen wird. Aber jetzt kann ich ein bisschen lauter sprechen. Uah. Übrigens, die Punktzahl haben wir doch gar, haben wir doch schon mal locker erreicht. Mal gucken, ob wir die 100.000 ohne Probleme erreicht bekommen. Wenn nicht, ist es dann auch nicht schlimm. Ja, die 100.000 werden wir nicht ganz mehr erreichen, das ist klar. Aber es ist ja, wie gesagt, letztendlich auch egal.
Ja, ich habe keine Punkte mehr bekommen. 99.500, also knapp. Wir hätten sie wahrscheinlich sogar noch kriegen können. Aber ja. Passt. Etwas mehr als das Doppelte. Gut, dann haben wir das auch. Dann ist das hier oben an den Zeitfahren, was wir noch uns annehmen müssen. Gut, dann gehe ich mal in die Garage. Ja. Damit wir dann noch wo wir das Auto wechseln können. So, Moment, ich bin sofort da. Ich muss mal kurz was klären. So, jetzt bin ich wieder da. Gut, Garage aufsuchen. Dann nehmen wir die mit, die Kohle. Dann safen wir das alles gerade mal komplett. Hey, der Grill ist eingetroffen. Also hattest du wohl Erfolg. Ja. Danke. Oh, kein Problem. So, Wagen tauschen. Ich muss mir ja demnächst immer mal einen Offroad-Wagen kaufen. Mal gucken, was ich mir noch hole. So, wir gehen auf den Tag und machen dann oben mit dem Zeitfahren weiter. Noch schnell, das machen wir auf jeden Fall heute noch. Und dann machen wir Feierabend. Dann haben wir heute ein bisschen was geschafft, ein bisschen Story-Mission, haben eine Runde gedriftet und haben, also wir sollten Offroad kennengelernt, haben wir so gedriftet und dann haben wir noch ein Zeitfahren geschafft. Also wir haben ein bisschen was gemacht heute. So, ich muss eigentlich was anderes jetzt gerade machen. Und jetzt gerade, dass ich wieder da raushüpfen muss. So, dahin wollen wir eigentlich tatsächlich. Hey, sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ein Treffen. Ist das eine Falle? Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. Wir müssen uns treffen. Ich habe ein Angebot, von dem wir beide profitieren. Ich warte auf dich. Was die alle von mir wollen? Das Ding fahren wir noch, wie gesagt, das Zeitfahren hier. Und dann kümmern wir uns erstmal um Aina in der nächsten Folge. Und dann kümmern wir uns um Rushdie, ob die auch noch was Bock hat. So, wir sollen auf jeden Fall... Oh, meine Freundin tatsächlich. Ich soll meine Freundin jetzt in die Zeit packen. Naja, mal gucken, was sie kann. Sie fährt den 65er Mustang übrigens. Ich habe ja mit dem Nissan 186 angefangen. Geschafft. Da schicke ich hier mal.
Okay, ich dachte mir, ich hätte jetzt die Möglichkeit, ihm mal das zu schicken. Aber irgendwie war das tatsächlich nicht der Fall. Gut, dann mal trotzdem feiern. Wir sind in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Und dann geht's weiter mit der Story-Mission um Ana. Die möchte uns unbedingt treffen. Und weil sie eine kleine Information zu ihrem neuen Wagen hat. Warte mal, ist das die? Ne, das ist die Roshni, ne? Machen wir denn Ana, da oben. Mein Vorschlag. Das ist die nächste Story-Mission auf jeden Fall. Dann gehen wir da oben hin. Mal schnell weg aus diesem Gebiet hier unten. Wie gesagt, dann mache ich hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Need for Speed Heat. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, frohe Weihnachten und so. Und diesmal mache ich auf den Startbildschirm. Weil das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Naja gut, bis dahin. Und auf Wiedersehen. Tschüss.